Audi-Fahrer Niklas war auf dem Heimweg, als er den liegen gebliebenen Tanklaster sah. Zu Hause lud er seine Schwerlastgurte ein und fuhr wieder zurück, um zu helfen. Die Schneeketten am LKW passten nicht und so versuchte Niklas in Absprache mit der Polizei sein Glück. Und es funktionierte. Dank Quattro und den über 300 PS seines Audi schleppte Niklas den LKW samt Auflieger souverän die rote Steige hinauf. Womit Niklas nicht rechnete, dass Michael, der selber im Stau stand, die ganze Aktion filmte. Anschließend ging der Clip der Abschleppaktion viral durchs Netz. Auch die Koch-Autogruppe aus Schwäbisch Hall wurde auf die Aktion aufmerksam und machte über Social Media Niklas und den Filmer Michael ausfindig und lud beide ins Autohaus ein. Als kleines Dankeschön bekamen beide zwei Überraschungspakete mit Servicegutschein und Audi-Goodies.